Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal F1 Manager 2022. Vielen Dank an Codemasters an der Stelle für die Bereitstellung. Ist jetzt, kommt jetzt am 30.08. Für Steam raus. Wir legen einfach mal, würde ich sagen, direkt los. Musik ist halt immer noch ein bisschen laut. Wir gucken mal gerade. Die Musik nochmal ein bisschen runterdrosseln halt. So, dann legen wir einfach mal los. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe bisher noch nie einen F1-Manager gespielt und vor allem noch keinen, der alle Lizenzen hat. F1. Ein Sport, der Herzen, Kulturen und Nationen vereint. Seit über einem halben Jahrhundert treten legendäre F1-Fahrer auf historischen Rennstrecken gegeneinander an. Und ihr Vermächtnis ist bis heute lebendig. Die Meisterschaft 2021 war von Anfang bis Ende spannungsgeladen. Und 2022 könnte noch einen draufsetzen. Ein neues Regelwerk führt bahnbrechende Veränderungen ein. Neue Fahrertalente werden sich in Rad-an-Rad-Duellen bekämpfen mit altbewährten Champions. Der größte Druck ruht in der neuen Saison auf den Teamchefs, die ihre Fahrer, Autos und Teammitglieder zum Sieg führen müssen. Diese Herausforderung ist nichts für schwache Nerven. Das ist die F1. Boah, ich bin so gespannt jetzt. Also jetzt, also das war schon mal ein cooles Intro jetzt. Da bin ich mal gespannt. Mercedes also kehrte 2010 in die F1 zurück und gewann seit 2014 nacheinander jede einzelne Konstrukteursmeisterschaft. 2021 konnte das Team erneut den Konstrukteurstitel erringen, hatte in der Fahrerweltmeisterschaft jedoch knapp das Nachsehen und landete auf Rang 2. Auch 2022 zählt für Mercedes nur die absolute Dominanz im Wettbewerb. Mit weniger als dem schnellsten Auto und den meisten Siegen werden sich die Silberpfeile weder in dieser Saison noch in folgenden Jahren zufrieden geben. Vor allem, das ist Ingame-Grafik. Junge, wie das sieht schon echt top aus, ne? Ja, jetzt kann man sich wahrscheinlich hier zu jedem was anhören, ne? Team Red Bull nahm 2005 erstmals an der F1 teil und gehört seit 2009 zu den Top 3 Teams der Weltmeisterschaft. Die letzte Saison endete großartig für sie. Max Verstappen gewann die prestigeträchtige Fahrerwertung und Red Bull ist wieder der Überflieger. 2022 könnte Red Bull die Konkurrenz mit dem richtigen Management zum wiederholten Male anführen. Sie hoffen sicher in dieser Saison nicht mit einem, sondern gleich zwei Titeln ins Hauptquartier nach Milton Keynes zurückzukehren. Ja, also Verstappen, das letzte Rennen habe ich sogar auch gesehen. Das war mega spannend. Mega. Ferrari sind seit dem Beginn der Weltmeisterschaft 1950 fester Bestandteil der F1. Noch immer hält das Team den Rekord für die meisten Titel. 2021 hatte das Team eine passable Saison und konnte den dritten Rang in der Konstrukteursmeisterschaft belegen. Bei Ferrari zählt in der F1 nur der Sieg. Mit einem guten Management über die Saison 2022 hinaus sind regelmäßige Podiumsplatzierungen definitiv zu erwarten. Wenn alles gut läuft, werden sie im Laufe der Saison um den Sieg mitfahren können. McLaren gehörte zu den Eckpfeilern der F1. Das Team ist bereits seit 1966 im Sport vertreten und konnte über die Jahre zahlreiche Fahrer- und Konstrukteurstitel erringen. In der letzten Saison belegte man den guten vierten Gesamtrang und konnte mit Daniel Ricciardo und Lando Norris den einzigen Doppelsieg der Saison erringen. Das talentierte Fahrerpaar Ricciardo und Norris kehrt in dieser Saison von McLaren zurück und eines ist sicher,
Sie werden sich nicht einfach zufrieden geben, bis sie wieder amtierende Champions sind. Auf jeden Fall sehr interessant hier, die ganzen Hintergrundinformationen. Finde ich echt mega, ne? Mit Alpine tauchte 2021 ein neues Team auf, das sich mit den Fahrern Fernando Alonso und Esteban Ocon schnell einen Namen machte. Alpine beendete die Konstrukteurswertung 2021 auf dem 5. Platz, wobei Ocon in Ungarn den ersten Rennsieg verbuchen konnte. 2022 wird für Alpine ein richtungsweisendes Jahr, in dem das Team weiterhin auf die bewährte Fahrerpaarung Alonso-Ocon vertraut. Mit der richtigen Führung könnte das Team in einigen Jahren durchaus um den Titel mitfahren. Ja, Alonso ist ja auch kein schlechter Fahrer, ne? Also, da haben sich wirklich schon guten Fahrer geholt. AlphaTauri ist unter diesem Namen seit 2020 in der F1 dabei und gilt als Talentschmiede für neue F1-Piloten. Letzte Saison erreichten sie den 6. Gesamtrang. Fahrer Pierre Gasly konnte außerdem im Baku mit einem Podium beeindrucken. Für die Saison 2022 vertraut das Team weiterhin auf die Fahrerpaarung Yuki Tsunoda und Gasly. Sie werden weiterhin regelmäßig punkten wollen und sich sukzessive vom Rest des Mittelfelds absondern. 2021 war Aston Martin erstmals in der F1 vertreten. Sie konnten mit Sebastian Vettel einen legendären, viermaligen Weltmeister für eines ihrer Cockpits verpflichten. Trotz Anlaufschwierigkeiten bei den Testfahrten zeigte Aston Martin eine solide Leistung und belegte am Ende den 7. Rang. Auch 2022 hat Aston Martin mit Lance Stroll und Vettel am Steuer das Potenzial für regelmäßige Podiumsplatzierungen. Doch auf dem Weg dorthin bedarf es sicherlich einer starken Führung und cleverer Investitionen. Auch ein interessantes Team, ne? Williams ist ein legendäres Team der F1, das zu Glanzzeiten 9 Konstrukteurstitel gewinnen konnte. Die Williams-Familie verkaufte das Team im Jahr 2020. Im Jahr 2021 schlug sich Williams daraufhin relativ passabel. Am Ende reichte es dank einiger Sternstunden von George Russell in seinem letzten Jahr als Williams-Pilot für den 8. Gesamtrang. 2022 gehen Nicolas Latifi und Neuverpflichtung Alex Albon, der nach einem Jahr Pause in die F1 zurückkehrt, für Williams ins Rennen. Nun gilt es, dieses Jahr bessere Ergebnisse zu erzielen und sich einen Platz im Mittelfeld der Konkurrenz zu sichern. Alfa Romeo kann auf eine beeindruckende F1-Historie zurückblicken und hat 1950 die allererste Fahrerweltmeisterschaft gewonnen. 2021 hat es allerdings ohne Podiumsplatzierung nur für den 9. Gesamtrang gereicht. 2022 geht das Team mit brandneuen Fahrern an den Start. Sie haben den allerersten chinesischen F1-Piloten Zhou sowie Veteran Valtteri Bottas verpflichtet und Bottas werden versuchen, wieder regelmäßig zu punkten. Was haben wir noch? Haas trat 2016 in die F1 ein und legte einen fulminanten Karrierestart hin, der sie 2018 gar auf den 5. Platz führte. Letzte Saison reichte es nur für Rang 10, aber das Team investierte viel Zeit in die Entwicklung des 2022er Autos und in Zukunftsplanung. Im Vorfeld der Saison 2022 sind die Erwartungen an das neue Auto bei Haas hoch. Die Kombination aus ehrgeizigen Fahrern, einem ambitionierten Team und starker Führung könnte sie anspornen und den Weg zurück ins Mittelfeld ebnen. Mal gespannt, also ich glaube, ich werde mal einen Ferrari vielleicht nehmen. Ferrari, Startguthaben hoch, Konstrukteursmeister, Saisonziel 1, ja gut. Autoleistung, oh ja. Starkes Auto, Charles Leclerc, Song, okay. Wollen wir Ferrari nehmen einfach. Einfach just for fun. Ich klicke einfach mal los, was kann man hier noch einstellen? Achso, das hatten wir ja schon, das sind die normalen Einstellungen. Wie gesagt, die Musik können wir immer noch ein bisschen runterdrosseln. Ist immer noch relativ laut. Gut, dann legen wir los. Jetzt ist es nochmal rein. F1. Ein Sport der Herzen, Kulturen und Nationen. Ferrari genau, sind seit dem Beginn der Weltmeisterschaft. Okay. So, Vorname Team. Team Gatze, Chef, Renki. So, Anleitung für Einsteiger. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Machen wir. So, ich bin gespannt. Bin gespannt. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Audrey Mensah, eine der leitenden Ingenieurinnen des Teams. Willkommen im Team. Es ist großartig, dich an Bord zu haben.
Okay. Ferrari hat eine eindrucksvolle Vergangenheit in der F1. Und in der vergangenen Saison haben wir ein gutes Finish hingelegt. Es gibt immer noch Luft nach oben. Es ist also gut, dass du hier bist. Jetzt führen wir dich einmal herum. Als unser neuer Teamchef bist du für viele Aspekte des Teams verantwortlich. Alles liegt in deinen Händen. Von der Verwaltung des Wachstums unseres Teams, über die Überwachung unserer Finanzen, bis hin zur Entscheidung über die Strategien für den Renntag. Das meiste davon kannst du von deinem Dashboard aus im Auge behalten. Ich kann das jetzt mit dir durchgehen. Ja, gerne. Zunächst einmal ein Überblick über den Vorstand. Sie sind diejenigen, die die Erwartungen für das Team festlegen. Wenn sie Vertrauen in deine Führungsqualitäten haben, läuft alles für dich. Wenn sie das Vertrauen in dich verlieren, versuchen sie vielleicht, dich zu ersetzen. Oh Gott. Der Vorstand legt Saisonziele fest, die das Team erreichen sollte. Werden die Ziele erreicht, hilft es dabei, das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Also mache dich mit den Erwartungen vertraut. Du solltest auch das langfristige Ziel im Auge behalten, das über diese Saison hinausgeht. Ja, wir müssen uns erstmal die ganzen Vorgaben angucken. Ich bin gespannt. Bis zum ersten Rennwochenende des Jahres 2022 sind es noch ein paar Tage hin. Du wirst überrascht sein, wie viel du bis dahin mit Vorbereitungsarbeiten zu tun haben wirst. Okay. Da es aber dein erster Tag ist, gibt es für dich nichts Dringendes zu erledigen. Sieh dich gerne einmal um oder wähle Fortfahren, um für heute Schluss zu machen. Wir werden dann am nächsten Tag mit einem geplanten oder ungeplanten Event weiterarbeiten. Erstmal müssen wir uns die E-Mail hier durchlesen. Willkommen im Team Gatze. Das ist dein neuer Posteingang. Es ist gut, weil man sich zur Gewohnheit macht, regelmäßig in diesen Posteingang zu schauen, da du oft wichtige E-Mails von verschiedenen Quellen erhalten wirst. Toll, dich an Bord zu haben, Audrey Mensa. Okay. Ein Kalender. Dies ist dein Kalender für den aktuellen Monat. Beachte die Events, die markiert wurden. Die Rennwochenenden wurden bereits für dich hinzugefügt. Im Laufe der Saison werden weitere Events hinzugefügt. Okay, wir haben jetzt hier Testergebnisse. Aerodynamik-Testzeitraum beginnt. Was haben wir hier noch? Wir haben jetzt den 7. schon, das war schon, ne? Der hat schon geendet, oder was? Wir haben jetzt, welchen Tag haben wir jetzt? Den hier, ne? Würde ich sagen. Ja, das ist unser Tag jetzt, ne? 7. März, genau, 7. März sieht man hier unten auch. Testergebnisse, Saisonbeginn. Ja, schauen wir mal, ne? Rennstrecken. Uns die Rennstrecke hier nochmal angucken. Ach, hier hat man sogar die Streckenkarte, Übersicht. Streckenkarte. Ah ja. Boah, bin ich ja mal gespannt hier, ne? Erwartete Strategien. Weich, mittel, weich, weich, hart, mittel. Weich, hart, weich, weich, hart, mittel. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Nehmen wir nochmal die ganzen anderen. Was hatten wir hier schon? Rennen. Hier triffst du deine letzten Vorbereitungen für das nächste Rennen. Wir kommen später hierher zurück. Mal hier zum Beispiel Ziele überprüfen. Hier gibt es sogar eine Belohnung, Autos. Einer meiner Lieblingsorte. Hier werden die Autos gebaut. Und hier entwickeln und lagern wir unsere Autoteile. Okay. Du solltest während der gesamten Saison sicherstellen, dass das Team daran arbeitet, Komponenten zu verbessern. Und dass beide Autos gut in Schuss gehalten werden. Du kannst auch die Autoanalyse heranziehen, um unsere Autokonstruktion mit der anderer Teams zu vergleichen. Mhm. Autoanalyse. Jedes Team wird seine Autos im Laufe der Saison kontinuierlich weiterentwickeln. Daher ist es wichtig, dass du das im Auge behältst. Hier kannst du unsere Autos mit allen anderen Teams vergleichen oder sogar auch mit einem Durchschnitt aller Teams. Wenn du das noch gründlicher recherchieren willst, kannst du auch die Leistung bestimmter Autoteile vergleichen. Mhm. Leistung bestimmter Autoteile. Müsste man jetzt erstmal wissen, wo das ist, ne? Teamwechsel. Hier kann man jetzt ein Team aussuchen, oder was? Jetzt haben wir hier Vergleiche, oder was? Okay, okay. Das sind quasi die Vergleiche. Ja, Autoteilentwicklung. Um jetzt ein Projekt zu beginnen, musst du Geld und Entwicklungszeit investieren. Du kannst unsere Autokonstruktionen über ihre jetzige Leistung hinaus verbessern. Ja, das wäre doch gut, oder nicht?
Okay. Es gibt drei verschiedene Arten von Projekten, an denen das Ingenieurteam arbeiten kann. Wir können ein neues Autoteil für die Verwendung in dieser Saison entwerfen, Kopien bestehender Entwürfe herstellen oder Forschung betreiben, um das Know-how für die nächste Saison auszubauen. Möchtest du jetzt wirklich ein neues Projekt beginnen? Warum nicht, oder? Warum nicht? Okay, du möchtest mit einem Entwurfsprojekt anfangen. Ja, für die Strecke, entscheidend für die Strecke. Hier zum Beispiel mittlere Geschwindigkeit oder auch niedrige Geschwindigkeit, ne? Dies sind Autoteile, die wir selbst entwerfen und herstellen können. Jedes Autoteil wirkt sich auf verschiedene Leistungsbereiche eines Autos aus. Aber bestimmte Autoteile haben einen größeren Einfluss als andere. Machen wir erstmal Beschleunigung. Rang bei Startaufstellung die Autoleistung ansehen. Okay. Dies ist ein nützliches Vergleichstool, mit dem du sehen kannst, wie unsere Leistung im Vergleich zu allen anderen Autos in der Startaufstellung abschneidet. Sieh dir die verschiedenen Autoteile an. Die Highlights zeigen an, welche Leistungsbereiche sie am meisten beeinflussen. Wähle einen aus, der sich auf die Bewertungen auswirkt, die du verbessern möchtest. Ja, das ist jetzt... Was bringt mir das? Ah ja. Wir können mal Beschleunigungen machen, oder Leute? Ich finde das schon wichtig. Klar, die anderen Sachen sind jetzt ein bisschen wichtiger. Kurvengeschwindigkeit und so. Aber ich finde Beschleunigung halt auch wichtig, ne? Ich würde mal jetzt am Chassis arbeiten. Das Know-how des Teams bei der Herstellung neuer Autoteile verbessert sich mit der Erfahrung, sodass jeder neue Entwurf wahrscheinlich besser ist als ein älterer. Stelle einfach sicher, dass du den neuen Entwurf mit dem derzeit eingebauten vergleichst. So. Testfahrten sind auch ein wichtiger Schritt beim Entwurf eines neuen Autoteils. Unsere Testzeit ist während der gesamten Saison begrenzt. Du entscheidest, wie viel Zeit für jedes Entwurfsprojekt aufgewendet wird. Ah, okay. Wenn du diesem Entwurf jetzt etwas Testzeit zuweist, siehst du, welche Auswirkungen es auf das Autoteil haben wird. Wenn du dir das angesehen hast, können wir weitermachen. Das sind jetzt die Stunden, ne? Wie viele Stunden sollen wir denn machen? Ich weiß es nicht. Stunden im Windkanal. Ah, jetzt sieht man hier die Tage. Bleibende. Ah, okay. Ja, wir machen jetzt mal nicht so viele Stunden, oder? Aber guck mal, wahnsinnig, die Geschwindigkeit geht nur minimal hoch, ne? Was heißt denn, die Tests werden in Blöcken durchgeführt, die als ATR... sind. Jeder ATR-Zeitraum begrenzt die Stunden, die ein Team täglich für Aerodynamik. Verbessern wir jetzt gerade irgendwas? Ja, wir verbessern einiges hiermit. Guck mal hier, das geht auch alles hoch hier. Das geht alles hoch. Ich finde das schon wichtig. Wir müssen jetzt ja nicht alle Stunden nehmen. Wir machen mal nicht so viel, oder? Ein bisschen, ne? Ach, guck mal hier, das geht runter neu, ja? Das geht hoch, genau. Das wäre jetzt minimal, aber ich würde es jetzt erstmal so lassen. Ich weiß halt nicht, was jetzt ist, wenn ich jetzt die Stunden aufbrauche, kann ich die mit einem anderen Teil denn weiterhin nutzen? Das ist halt die Frage, ne? Jetzt hier. Ich probiere das einfach erstmal aus. Wir haben jetzt zwar nur minimal... verbessert hier, aber wirklich ganz minimal nur. Hier oben würde ich gerne verbessern bei der Beschleunigung. Motorkühlung. Schon einiges verbessert, ja. Das ist jetzt halt echt die Frage, ne? Dass wenn wir jetzt, guck mal hier, Know-how zu teilen. So Auto teilen. Ich weiß halt nicht, wenn wir das jetzt nämlich aufbrauchen, weißt? Was so clever ist. Ich will mal hier, das hier will ich hoch machen um einen Punkt. Das wäre, ich mache einfach mal alles voll hier. Da passiert halt gar nichts, ne? Geht halt nur die Maximalgeschwindigkeit hoch. Das bringt halt gar nichts, ne? Ich will halt gerne die Beschleunigung hoch machen. Ja, die kriege ich damit nicht hoch. Ich kriege die Höchstgeschwindigkeit ein bisschen höher. DRS-Höchstgeschwindigkeit, aber nur minimal. Und das hier kriegen wir halt höher und die Motorkühlung. Boah, weiß ich nicht.
Das ist halt, wir haben dann glaube ich keinen Block mehr frei, ne? Das ist zu viel und das machen wir nicht. Das machen wir auf keinen Fall. Machen wir mal hier die Hälfte. Und hier auch mal die Hälfte. Ist halt die Frage, wann dieser Zeitraum wieder vorbei ist, ne? Guck mal, jetzt geht das hier auch schon wieder alles runter, ne? Oh Mann, ich lasse das jetzt einfach erstmal so. Komm. Du kannst das Ingenieurteam anweisen, sich auf bestimmte Leistungsbereiche zu konzentrieren. F1-Autoteile sind komplex und manchmal muss man in einem Bereich auf Leistung verzichten, um in einem anderen zuzulegen. Okay. Im Laufe der Saison werden wir mehr über die Leistung unserer Autos erfahren. Das wird dir dabei helfen, den Schwerpunkt für die Entwürfe festzulegen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt versuchen, den Fokus zu ändern oder bei einem ausgewogenen Ansatz bleiben. Fahre mit dem Prozess fort, wenn du bereit bist. Hier kann man jetzt den Fokus drauflegen. Da geht die Motorkühlung wieder ein bisschen runter, ne? Dafür geht halt alles andere hoch, ne? Das ist schon cool, ne? Was ist das hier, würde ich halt noch gern beeinflussen. Und hier auch, ne? Das wäre halt schön. Ja, wir sind ja nur minimal jetzt. Alles gut, wir machen, lassen das mal so. Bevor das Team mit diesem Entwurfsprojekt beginnt, musst du noch entscheiden, wie viele Ingenieure daran arbeiten. Ja, wie viele Ingenieure haben wir denn? Du solltest entscheiden, welche Herangehensweise sie wählen sollen. Ach Gott, ach Gott. Denk daran, dass diese Entscheidungen Auswirkungen auf die Dauer und die Kosten des Projekts haben werden. Wenn du mit allem zufrieden bist, bestätige das Projekt und das Team kann loslegen. So, jetzt schauen wir mal. Das wird jetzt, glaube ich, teurer. Aha, das bleibt gleich, das Geld, oder was? Ah, 22 Tage. Guck mal, 6 Ingenieure. Herangehensweise. Ne, normal, ne? Jetzt sehen wir hier halt nicht, was normal bedeutet, oder? Ingenieure werden das Projekt so schnell möglich ohne Hast abschließen. 107.000. Schnell kostet halt mehr. Ingenieure werden 40 Stunden investieren, um das Projekt abzuschließen. Das bedeutet höhere Kosten für eine schnelle. Aber wir haben ja genügend Geld. Wir haben 28 Millionen, ne? Das wären jetzt 160.000 halt. Intensiv gibt's auch noch. Ich mach mal schnell, oder? Gibt's auch langsam? Ne, langsam gibt's nicht. 6 Ingenieure ist auch die Sache, ne? Kostet aber gar nicht mehr halt, ne? Das ist auch komisch, ne? Dann machen wir 5. Wir machen mal 5 und dann legen wir los. 16 Tage jetzt, ist okay. Gute Arbeit. Das ist der Startschuss für das Projekt. Wenn du einen Blick auf deinen Kalender wirfst, wirst du sehen, dass das Team dir einen Abgabetermin für den Entwurf anberaumt hat. Sobald er fertig ist, kannst du dieses Teil jederzeit anfertigen. Die kontinuierliche Entwicklung neuer Autoteile ist unerlässlich, um die Leistung unseres Teams zu verbessern und auf der Strecke wettbewerbsfähig zu bleiben. Überprüfe regelmäßig die Autoanalyse, um zu sehen, wie unsere Autos im Vergleich zu anderen in der Startaufstellung abschneiden. Die Forschung wird auch interessant ab dem 18. April. Können wir forschen. Gut, ja, das war's, ne? Oder müssen wir jetzt nochmal auf Anfertigen gehen? Ne. Ja, Heckflügel ist auch wichtig, zum Beispiel für die Beschleunigung. Das müssen wir als nächstes mal machen, hier den Heckflügel. Ich meine, das ist auch wichtig, ne? Frontflügel für die Kurvengeschwindigkeiten, auch sehr wichtig. Gut, dann sind wir eigentlich hier durch, ne? Aktuelle Projekte, ja, passt. 16 Tage, das passt. Autoanalyse, ne? Da kann man, wie gesagt, hier jetzt zum Beispiel mal auf Red Bull gehen. Ist Red Bull halt denn doch schon... Red Bull ist schlechter sogar. Hier sind wir gleich. Hier sind sie ein bisschen schneller. Hier sind wir auch besser. Hier sind wir auch besser. Also wir sind schon nicht schlecht, ne? Lager. Das ist das Lager. Ist es nicht wunderbar? Hier lagern wir alle Autoteile, die nicht eingebaut sind. Ah, okay. Wir können auch während der gesamten Saison neue und verbesserte aerodynamische Autoteile im eigenen Haus entwerfen und herstellen. Und sie in unsere Autos einbauen. Eieiei. Warte mal. Lol. Fahrzeugübersicht, Autos. Jedes Team hat 2 Autos, eines für jeden Fahrer. Das Auto ist wesentlicher Bestandteil des Teamerfolgs. Seine Leistung bestimmt, ob das Team an der Spitze des Feldes kämpft oder zu den Schusssichtern gehört.
Kannst die Autobahn diese nutzen, um deine Autos und Autoteile mit denen der Konkurrenz zu vergleichen? Autoteile. Jedes Auto besteht aus 9 verschiedenen Autoteilen. Es gibt 6 aerodynamische Autoteile, die von deinem hausinternen Ingenieursteam entworfen werden. Außerdem gibt es 3 Antriebsstrang-Autoteile, die von einem externen Hersteller gebaut werden und zu Beginn der Saison gewählt werden. Entwicklung. Alle Teams werden ihre Autos ständig weiterentwickeln, um konkurrenzfähig zu bleiben. Musst du die aerodynamische Autoteile weiter verbessern, indem du Projekte startest. Projekte in der Autoentwicklung helfen dir, Autoteile zu entwerfen und zu fertigen, bevor du sie in die Autos einbaust. Du kannst auch an Autoteilen für die nächste Saison forschen, um das Auto weiter zu verbessern und Regeländerungen entgegenzuwirken. Das Ingenieurteam ist gerade mit der Herstellung einer Aufhängung fertig geworden. Ein ganz neuer Entwurf. Gut konstruierte Aufhängungen sind entscheidend für das aerodynamische Potenzial eines Rennwagens. Wir wollen immer die bestmöglichen Komponenten in unseren Autos. Daher lohnt es sich zu überprüfen, ob wir diese anstelle des aktuellen Modells einbauen sollten. Okay. Richtig. Mhm. Alle verfügbaren Aufhängungsentwürfe sind bereit zur Durchsicht. Beachte, dass bei beiden Autos momentan dieselbe Aufhängung eingebaut ist. Mhm. Überprüfe den neuen Entwurf ganz oben in der Liste. Da in jedem Auto nur eine Aufhängung eingebaut werden kann, willst du vielleicht die Statistiken zum neuen Entwurf überprüfen, um zu sehen, ob es sich lohnt, die alte damit zu ersetzen. Okay. Nimm dir Zeit, die 2 Entwürfe zu vergleichen. Du willst dir vielleicht auch die Statistiken genauer ansehen, die sehr wichtig für das nächste Rennen sind, und überlegen, welche Aufhängung besser für die Strecke geeignet ist. Okay. Es sieht so aus, als hätte dieser neue Entwurf ausschließlich positive Auswirkungen auf das Auto. Das sind tolle Neuigkeiten. Aber minimal, aber im Moment, ne? Haben wir nur ein Exemplar dieser Aufhängung. Du musst entscheiden, in welches Auto wir sie einbauen. Aber dem ersten Fahrer. Wähle den neuen Aufhängungsentwurf aus und lasse ihn einbauen. Ich kann es kaum erwarten, es am Rennwochenende in Aktion zu sehen. Ja, los, dann wählen wir den aus. Auto 1, natürlich, klar. Tolle Arbeit, das ist die neue Aufhängung. Wenn du weitere Exemplare dieses Entwurfs anfertigen lassen möchtest, kannst du das von hier aus tun. Okay. Denke nur an die von der F1 vorgeschriebene Ausgabendeckelung. Das ist die offizielle Grenze für das Autoentwicklungs- und Verbesserungsbudget jeder Saison. Wenn du nicht möchtest, dass das Team jetzt etwas anfertigt, sollten wir wahrscheinlich zurückgehen. Ja, ist gut. Wollen sie mal machen. Ist ja schon eingebaut. Ich gehe zurück. Ja, es geht minimal, aber bloß runter, ne? Also, weiß ich nicht, ob wir da jetzt das investieren wollen mit dem Anfertigen. Das ist halt, weil vielleicht kommen auch später noch andere Teile, die wir dann lieber anfertigen, oder? Das würde ich jetzt nicht machen. Gut, ich würde sagen, haben wir jetzt schon einiges uns angeguckt. Da gibt es natürlich noch wesentlich mehr. Hier findest du relevante Informationen über die Fahrer des Teams und den Testfahrer, einschließlich der Leistung, Eigenschaften und Vertragsdetails. Du kannst auch nach neuen Fahrern suchen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Fahrerpaar haben. Ich würde sagen, im nächsten Schritt versuchen wir dann mal bis zu dem ersten Rennen zu kommen. Und arbeiten uns halt ganz normal durch. Okay, Moral, okay. Das ist ja auch geil. Ich speichere jetzt hier erstmal ab. Machen wir hier einen neuen Speicherpunkt. Und bedanke mich erstmal fürs Einschalten. Ist auf jeden Fall viel Stoff hier in dem Spiel. Bin gespannt, wie das Rennen denn aussieht, wenn wir unser erstes Rennen fahren. Und ja, wie gesagt, Steam-Link haue ich euch nochmal in die Beschreibung rein. Kommt jetzt am 30.08. raus. Vielen Dank nochmal an Frontier Developments für die Bereitstellung. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt gesehen habt, was ihr vielleicht noch näher betrachtet haben wollt. Was ihr hier vielleicht noch, was euch noch so interessiert. Alles klar, denn bis zur nächsten Folge, euer Novotofang. Tschüss.